Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mars Horizon. Mein Name ist Peter D. und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar einem kleinen Strategie-Aufbauspiel, in dem es darum geht, Raketen in die Luft zu schießen. man kann es im Groben, aber wirklich nur ganz grob vergleichen mit einem zum Beispiel Kerbal Space Program, ist aber natürlich nicht so umfangreich und dadurch auch nicht so komplex und kompliziert, würde ich jetzt mal so am Rande erwähnen. Und ich bin ja auch ein riesengroßer Fan von Elon Musk und SpaceX, deswegen ist das Spiel für mich natürlich wieder ein Genuss, würde ich fast sagen. Es wurde in Zusammenarbeit mit der ESA entwickelt, sprich mit der European Space Agency, sprich die haben da ein bisschen mitgeholfen im Sinne von, keine Ahnung, wahrscheinlich Design, was die Raketen angeht und eben auch was das geschichtlich angeht, weil man spielt hier quasi den Beginn der Raumfahrt nach. Und ja, wie immer muss ich jetzt kurz ein bisschen Eigenwerbung machen, was ich grundsätzlich immer so in der ersten Folge einer neuen Serie mache. Sprich, wenn euch das Ganze gefällt, am besten Daumen hoch da lassen, einen Kommentar da lassen und wenn ihr mehr sehen wollt oder eben mehr Spiele, die ich so spiele, am besten meinem Kanal folgen. Aber das war's jetzt auch schon wieder mit der Eigenwerbung. Ich habe gesagt, wir gehen es einfach an. Neues Spiel, los geht's. So, und da haben wir auch schon als allererstes ausgewählt die ESA, Europäische Weltraumorganisation. Organisation, danke, Deutsch, ja, mit 22 Mitgliedstaaten. Wow, das habe ich nicht gewusst. Agenturboni, plus 50% Belohnung für gemeinsame Missionen. Wissenschaftseinkommensbonus aus freundlichen und alliierten diplomatischen Beziehungen 50% erhöht. Verdoppelte Chance, gemeinsame Missionen angeboten zu bekommen. Okay, was gibt's noch? Natürlich die NASA. Erreichen einer der drei Top-Meilensteinen-Rangliste gewährt doppelten Unterstützungsboni. Drei zusätzliche Auftragnehmer verfügbar, sobald Auftragnehmer freigeschalten werden. Okay, keine Ahnung. Gesamtgröße des Astronauten-Rekrutierungspools wird verdoppelt. Aha. Dann gibt es natürlich auch noch die damalige Sowjetunion, später dann die Russen, die ja mit der Sojus-Rakete eigentlich ziemlich erfolgreich waren, bis halt SpaceX auftaucht ist. Ungültige Startfenster werden zu suboptimalen Startfenster. Okay, interessant. Minus 50% Astronauten-Einstellungskosten und Unterhalt. Ja, klingt gut. Keine Unterstützungsstrafen für gescheiterte Missionen. Das klingt ja auch immer schon mal sehr gut. Dann haben wir noch die Chinesen mit minus 25% Forschungskosten für Gebäude und okay, minus 25% Baukosten. Und erhalte 100% der Wissenschaftsbelohnung der ersten Phase für fehlgeschlagene Starts. Ja, okay. Dann gibt es aber auch noch die Japaner. Meilensteine Wissenschaftsbonus, 25% Geldbonus für lukrative Aufträge. Ich würde sagen, wir machen da ganz einfach die ESA, oder? Da gibt es ja eigentlich gar keine andere Wahl. Los geht's. Tutorial einschalten. Ja, bitte. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich habe es nur kurz angeschaut, aber noch nicht richtig gespielt. Automatisch auflösen. Was? Achso, das sind die Schwierigkeitsgrad. Okay, na, nehmen wir einfach Pionier. Das wird schon passen. Willkommen, Direktor. Du bist damit betreut, unsere Agentur durch diesen anbrechenden Raumfahrtzeitalter zu führen und weit darüber hinaus. Diplomatisches Fachwissen, bla bla bla. Nur wenn wir zusammenarbeiten, ja, es gibt kein Wir, es gibt nur ich. So schaut's aus. Sonnensystembildschirm. Der Sonnensystembildschirm ist dein Zugang zu verschiedenen Aspekten, die bei der Leitung deiner Agentur eine Rolle spielen, wie zum Beispiel der Zugang zu den Bildschirmen, Forschung und Basis, die Auswahl von Planeten, um verfügbare Missionen zu entdecken und die Anzeige aktueller und bevorstehender Ereignisse. Okay. Ziele des Tutorials. Aktuelle Ziele werden hier verfolgt. Okay, kenne ich aus. Dein erstes Ziel ist ein entscheidender erster Schritt für jede neue Raumfahrtbehörde. Der Bau und Start einer experimentellen Höhenforschungsrakete. Um deine Trägertechnologie zu testen und zu verbessern. Okay. Planeten auswählen. Wenn du im Sonnensystembildschirm einen Planetenkörper auswählst, wird eine Liste der mit diesem Körper verbundenen Missionen angezeigt. Markiere die Erde und drücke A. Okay. A. Yay.
So, Missionsauswahl. Der Bildschirmmissionsauswahl zeigt alle Missionen an, die zu dem ausgewählten Planetenkörper gehören. Hier kannst du Einzelheiten über die derzeit ausgewählten Missionen einsehen, wie zum Beispiel die Dauer der Mission und die angebotenen Belohnungen. Okay. Wir sehen da einen Kalender mit einem Monat drunter, Belohnung 100. Keine Ahnung, was das ist. 250 Forschung, würde ich sagen, und ein Einser. Es gibt zwei Arten von Missionen, Meilensteine und Anfragen. Meilensteinmissionen sind wichtig, um dein Vorelternprogramm voranzutreiben oder voranzubringen und werden von den anderen Agenturen angefochten. Sie werden oft zusätzlich Forschung erfordern. Okay. Anfragemissionen werden verfügbar, sobald deine Agentur Meilensteinmissionen abgeschlossen hat und können eine wertvolle Möglichkeit sein, dabei Unterstützung und Wissenschaft zu fördern. Okay. Erfordern keine zusätzliche Forschung, aber jede ist nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Kenne ich aus. Anforderungen an die Forschung. Forschungsarbeiten, die zur Freischaltung der derzeit ausgewählten Mission erforderlich sind, werden hier aufgelistet. Beachte, dass alle erforderlichen Forschungsarbeiten für den Teststart bereits abgeschlossen sind. Ah ja, sehen wir ja da. Anforderungen für die Forschung, du hast für diese Mission erforderliche Forschungen abgeschlossen. Sehr schön. Space Race. Alle Raumfahrtbehörden. Okay, hier kannst du den Fortschritt der 5 Behörden. Ja, okay, gut. Das heißt, ich sehe da quasi immer die Konkurrenz, wie weit die ist. Und dann gibt es eben unten Planung. Jetzt geht es, glaube ich, hier um den Teststart. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Mission machen wollen würde, müsste ich zuerst einmal ein bestimmtes Fahrzeug erforschen anscheinend. Und das hier. Was ist das? Nutzlast, okay. Mit dem Bildschirmforschung kannst du die neue Technologien erforschen, die für Fortschritte des Raumprogramms von entscheidender Bedeutung sind. Okay. Jeder Bahn besteht aus Knoten, die bestimmte Technologien oder Forschungsbereiche repräsentieren. Diese Knoten erfordern oft die Fertigstellung anderer Knoten, bevor sie erforscht werden können. Forschungskosten, Forschungsära, Beginn der Raumfahrt, okay. Gebäude. Schlüssel zur Erweiterung deiner Basis. Okay. Kleine Startrampe. Wähle den Knoten kleine Startrampe, um seine Details anzuzeigen und drücke A, um to set it as the active research. Okay, ja. Dann setze ich das mal als active research. Fahrzeuge. Fahrzeugbaum erhöht die enthält die Technologien, die erforderlich sind, um größere und bessere Trägerraketen freizuschalten. Jawoll! Werden nach ihrem Typ unterteilt. Die meisten Fahrzeuge in der Mission eingesetzt werden, benötigen einen Booster, ja, verständlich, und eine auch Oberstufe, ist klar, weil der Booster bringt das Ganze einmal raus aus der Atmosphäre, und die Oberstufe ist das Ganze eigentlich dann, um es in Orbit zu bringen oder in einen Park-Orbit, sprich einen geostationären Orbit, wo es dann weitergeht Richtung andere Planeten, bla bla bla. Aber dadurch, dass wir jetzt eher mal die kleine Startrampe forschen, ich weiß nicht, ob das clever war, dass ich da jetzt irgendwas einmal anklickt habe zum Forschen, aber wir werden es ja sehen. Wir gehen mal auf Mission planen. So, Fahrzeuge, okay. Missionsplan. Der Missionsplan enthält alle Etappen, die notwendig sind, um eine Mission vom Reißbrett in den Weltraum zu bringen. Uhu. Beachte, dass jeder Missionsplan einen Missionsslot in Anspruch nimmt. Du kannst zusätzliche Slots durch den Bau von Mission Control Gebäuden freischalten. Okay. Fahrzeugstufe. Ein Teststart hat keine Nutzlast, sodass du direkt mit der Konstruktion eines Trägerfahrzeugs beginnen kannst. Okay, cool. Aha, jetzt geht's endlich in den Bau. So, Design. Auf diesem Bildschirm kannst du die frühere Fahrzeugentwürfe auswählen oder einen neuen Entwurf starten. Wenn wir mal sagen würden, nehmen wir da eine neue. So, dies ist der Fahrzeugdesigner, in dem du das Fahrzeug für deine Missionen entwerfen kannst. Jawohl, jetzt wird's interessant. Booster und Oberstufe. Ein Fahrzeug besteht aus einem Booster und einer Oberstufe. Der Booster muss in der Lage sein, die Oberstufe zu tragen, während die Oberstufe in der Lage sein muss, die Nutzlast zu tragen. Ja, das macht Sinn. Hier werden Fahrzeugstatistiken angezeigt, anhand derer du überprüfen kannst, ob der Booster über genügend Kapazität verfügt, um die Oberstufe zu tragen, und ob das Fahrzeug von den von der Mission von Mindestabstand. Okay, ja. Beachte Startrampe nicht dafür. Okay, ja. Startzuverlässigkeit, ja. Das ist dann das, was interessant wird. Und zwar, Startverlässigkeit ist ein Schlüsselwert,
der die Wahrscheinlichkeit eines fehlerfreien Starts des Fahrzeugs bestimmt. Als Experimentalfahrzeug hat die Höhenforschungsrakete einen sehr geringen, also eine sehr geringe Startzuverlässigkeit, würde ich mal sagen. Sie wird jedoch eine große Menge an Startzuverlässigkeit pro Start gewinnen, auch wenn sie explodiert. Nein, das ist aber toll. Okay, gültiger Entwurf. Fortfahren. Ah, okay, da steht auch, dass sie 2 Monate dauert zu bauen und kostet mich 80.000. Dann gehen wir mal auf Bestätigen. Konstruktionsbereich. Sobald das Fahrzeug konstruiert ist, erhältst du von deinen Ingenieuren einen Konstruktionsbericht. Dazu gehören oft Eigenschaften, die sich oft darauf auswirken können, wie du die nächste Phase des Mission... Boah, so viel zum Lesen. Mittel verfügst, kannst du mit dem Bau des Fahrzeugs... Ich habe genug Kohle. Gehen wir's an. Jawohl. März 1957 wird das Ding fertig sein. Hier kannst du deine Ressourcen im Überblick. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, da oben rechts. Aha. Unterstützung. Ja, natürlich. Ja, verständlich. Unterstützung ist in erster Linie durch den Abschluss von Missionen verdient. Das Verdienen von Unterstützung ist der Schlüssel zum Erreichen höherer Fördererstufen. Ah, okay, das betrifft meine Kohle. Je mehr Unterstützung, desto mehr Kohle. Wissenschaft ist, wird an Missionen und bestimmten Gebäuden verdient, okay? Kommende Veranstaltungen. Okay, das ist der Kalender quasi. So, vergangene Ereignisse sehen wir links. Zeit vorspulen, okay? Und da komme ich auf diese Sachen. Sollte ich nicht zuerst einmal auch sowas wie eine Raketenstartrampe bauen? Du kannst mit LB und RB benutzen, um den Bildschirm zu drehen, okay? Und rechts raus. Bauen von Gebäuden. Okay, bauen. Das Gebäude hat eine einzige Wirkung, okay. Gebäude haben eine Baukosten und Instandhaltungsgebühr, okay. Ja, ich glaube, da bin ich jetzt schon wieder an einer Stelle, wo ich noch nicht sein sollte. Ich werde mal einfach vorspringen zum nächsten Monat. Kleine Startrampenforschung komplett. Startrampen sind der wesentliche Strindstruktur für Trägerraketen. Das war ja klar. So, sobald ein neues Gebäude über die Forschung freigeschaltet wird, kann es in der Basis errichtet werden. Okay. Basis. Da du nun die kleine Startrampe recherchiert hast, kannst du es in deiner Basis konstruieren. Vorausgesetzt, du hast die erforderlichen finanziellen Mittel. Ja, das hoffe ich doch schwer, oder? Kleine Startrampe konstruieren. Okay. Bauzeit 1 Monat. Das ist ja praktisch, weil dann ist die genau fertig, wenn auch die Rakete fertig gebaut ist. Kosten 50.000, die Hammer. Und Unterhalt sind 5.000. Okay. Gebäudeplatzierung. Ein neues Gebäude kann überall dort aufgestellt werden, wo ausreichend Platz vorhanden ist. Das Bauen auf entfernbaren Hindernissen ist möglich, solange du dir zusätzlichen Kosten für die Beseitigung der Hindernisse leisten kannst. Du kannst das Gebäude mit RT und LT drehen. Ja, schön. Jedes Gebäude hat potenzielle positive und negative Umgebungseffekte. Na toll. Ah, so. Aha. Okay, das heißt, wenn ich das hier platzieren würde, hätten wir einen Negativeffekt. Und zwar steht das rechts unten in der Ecke. -1% Nutzlastzuverlässigkeit. Und -2 Fahrzeugbauzeit. Wenn ich das jetzt aber nur hier herstelle, kriege ich nur die -2. Also ich habe keinen Negativeffekt. Dann werden wir das jetzt einmal vorerst so machen. Das Ding einfach hier herstellen. Warte, platzieren. Jetzt schon. Die kleine Startrampe wird nun konstruiert. Sobald es fertig ist, wirst du in der Lage sein, deine erste Rakete zu starten. Jetzt geht die Post aber ab, mein Lieber. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich wieder zurück in den... keine Forschung. Okay, ich sollte was forschen. So, dann machen wir es jetzt aber clever. Und zwar, ich klicke auf die Erde und schaue für die nächste Mission, was wir dann forschen müssen. Und da steht ja schon mal dabei, künstlicher Satellit.
Das heißt, wenn ich da jetzt drauf drücke, aha, komme ich daher, wo ich das schon forschen kann. Belohnung für die Wissenschaft 400 über 2 Monate. Belohnung für Unterstützung 150. Ziel Erdumlaufbahn. Dann klicken wir das einfach mal an. So. Meilensteine Mission haben 2 Forschungsanforderungen. Das sind das Missionsprofil und die Missionsnutzlast. Sobald diese abgeschlossen sind, kannst du mit der Planung der Mission beginnen, okay? Forschungsempfehlungen können hier ebenfalls aufgeführt werden. Hierbei handelt es sich um ein Fahrzeugteil, das sich bei der Konstruktion der Trägerfahrzeugs für die Mission als nützlich erweisen könnten. Okay. Ich würde mal sagen, ich hüpfe jetzt zum nächsten Monat. Genau, eine kleine Startrampe ist jetzt fertig. Das ist schon mal sensationell. Und ich glaube, der Bau der Rakete. Ja, da ist sie ja. Hallo. Mal bist du aber klein. Okay, da haben wir jetzt eben so einen Effekt durchs Bauen bekommen. Unseren Ingenieuren ist es gelungen, die Lagerregelungssysteme des Fahrzeugs zu optimieren, was die Stabilität verbessern wird. Plus 5% Zuverlässigkeit. Das ist nett. Jetzt haben wir schon 25-30%. Okay. Startvorbereitung. So, oh mein Gott. Noch mehr zum Lesen. Die meisten Missionen werden eine Nutzlast enthalten, den Satellit oder das Raumfahrzeug, das du in den Weltraum schickst. In der ersten Phase des Missionplans wird die Nutzlast entworfen und konstruiert. Mehr haben wir aber nichts, oder? Wir müssen, glaube ich, jetzt nur das Startdatum festlegen. Genau. Kalenderbildschirm. Auf dem Bildschirmkalender kannst du ein Startdatum für deine Mission festlegen. Jeder Monat stellt ein Startfenster dar. Es gibt 3 Arten von Startfenster. Optimal, suboptimal und ungültig. Oh mein Gott. Optimale Fenster sind die idealen Startdaten. Suboptimale Fenster haben eine Startverlässlichkeitsstrafe, können aber das Risiko wert sein, um deine Mission früher zu starten. Okay, das ist interessant. Das sollte man sich merken, weil wir sehen ja jetzt auch rechts unten, also rechts in der Ecke, fertiggestellt in Du Kalender 1 Mai 1957 und drunter sieht man Amerika, Russland, China und Japan sind noch am Forschen, während wir schon den Start festlegen, okay? Ja, toll. Jetzt zeigt er mal das, was ich gerade erwähnt habe. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal im April. So, die letzte Phase des Missionsplans umfasst die zur Zuweisung der Besatzung. Ja, ich habe keine Besatzung. Hallo? Ich starte nur eine... Ja, sagt er, muss keine Besatzung zugewiesen werden. Okay. Startdatum. Ja, das haben wir schon gemacht. Genau, wir haben ja gesagt... April. Missionseinrichtung bestätigen. Gerne. Missionssetup bestätigen. Start genehmigt. Wir starten im April 1957. In einem Monat. Zum Sonnensystem. So. Countdown beginnt. Nachdem das Startdatum für deinen Teststart festgelegt ist, bleibt jetzt nur noch die Zeit bis zum Startmonat vorzuspulen. Ja, dann machen wir das. So, wir haben ein optimales Datum, kein Training und Startvorbereitung oder plus, also diese 30% Chance. Und hier sehen wir auch eben, wie es der Konkurrenz geht. Die sind alle noch beim Forschen, wir sind schon beim Starten. Klingt ja gut. Oh no, es regnet. Starttag, Paradiso, April 1957. Die Rakete ist aber süß. Richtig klein. So, schreckliche Bedingung. Oh no, minus 15%, das heißt, wir haben jetzt nur noch 15%. Ich würde mal fast sagen, wir machen einen Start. Wir verschieben den Start, oder? Weil ich möchte schon, dass meine erste Mission erfolgreich ist und nicht gleich in den Bach runtergeht. Bist du sicher, dass du den Start verschieben willst? Die Wetterbedingungen können sich in Zukunft verbessern oder verschlechtern. Ja, noch schlechter als das, glaube ich, kann es nicht mehr werden. Dann legen wir im Mai fest. Vorspulen.
Ära 1 erreicht, Beginn der Raumfahrt. Ich habe den Mond freigeschalten. So. Wir sind noch immer auf Platz 1, so wie es ausschaut, weil wir eben schon beim Start sind. Die sind wahrscheinlich gerade beim Konstruieren der Mission oder der Rakete. Mission Start. So, Finger kreuzen. Das, oh, schönes Wetter. Das gefällt mir. Schönes Wetter, Sonnenschein. Mai 1957. Start der Rakete Paradiso. Wie cool. So. Angemessene Bedingungen. Plus 4%. Das bedeutet, wir haben jetzt insgesamt 34% statt 30 oder vorher 15 sogar nur. Das heißt, wir werden jetzt einfach fortfahren. Jawohl. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Das dauert alles viel zu lang. Oh no. WTF? Na komm schon. Da hätte ich gleich beim Regen starten können. Aber ich kriege einen Erfolg. Herzlichen Glückwunsch zum Abbruch des Tutorials. Ich habe kein Ziel abgeschlossen. Nächster Halt Erdumlaufbahn. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal die nächste Mission freigeschalten. Was ich natürlich super finde. Peter Mond. Hallo Mond. besonders, weil wir die erste Rakete komplett versemmelt haben. Künstlicher Satellit. Dann werden wir auf jeden Fall mal weitergehen, was die Forschung angeht. In Richtung nächster Mission. Und schauen, ob wir hier jetzt noch einmal die Rakete bauen können. Weil ich möchte die Mission schon fertig abschließen. 80.000 kostet mich das wieder. 2 Monate dauert es. Ja, es bleibt nichts übrig. Mond freigeschalten, ja. Elbika ist Zwischenplanetarium. Okay, ja, schön und gut. Raketenwissenschaft. Nach der kürzlich fehlgeschlagenen Teststarts haben die Forscher mehrere Verbesserungen identifiziert. Manchmal lernen wir mehr, wenn die Dinge explodieren. Okay. Nein, die starten nächstes Monat. Sind die anderen schneller als ich? Kein Effekt. Okay, macht nichts. Startvorbereitung. Datum. Okay, zurück zum Sonnensystem. Nun, da die Mission den künstlichen Satelliten im Nutzlast davor steht, kannst du den Missionsplan starten. Okay, aber ich möchte zuerst weiter erforschen. Künstlicher Satellit. Ein Fahrzeug. Ja, tun wir zuerst einmal die Oberstufe erforschen und dann den Booster. Keine Missionsslots verfügbar. Ja, weil ich starten möchte. So. So. Die Amerikaner waren erster und die Japaner zweiter. Suboptimales Datum. Was? Egal, schießen wir die Rakete jetzt auf. Wenn es explodiert, kriegen wir nochmal Erfahrung bei der Rakete. August 57, die Bateng. Alter Schwede, die geht sich auch wieder in die Luft, ich sehe das jetzt schon. Na toll, jetzt aber nochmal 21%. Vor allem waren wir bei mehr Prozent. Das geht sicher in die Hose. Statue-Ding und erreich irgendwas.
Und fang nicht an zu brennen und explodier bitte nicht. Oh. Boom. Was habe ich gesagt? Was ist denn das für ein Blödsinn? Radfahren. Aber die ist jetzt schon Level. Ja, sie steigt auf, obwohl sie explodiert. Verdammte Kacke. Okay. Macht nix. So. Das war eine Kacke. Dann werden wir jetzt einmal. So. Mission planen. Ja genau, Nutzlast. Wir müssen erstmal den Satelliten bauen. Okay. Auswahl der Nutzlast. Die Missionsnutzlast wird von deinem Startfahrzeug in, in den Weltraum getragen und die Missionsaufgaben verwenden, die nach dem Start auftreten. Okay. Nutzlastbewertung ist eine Gesamtbewertung, die auf den Modulen der Nutzlast basiert. Weitere Einzelheiten zu den Modulen der Nutzlast und zu den Aufgaben der Mission findest du, indem du unten auf die Schaltfläche weitere Informationen klickst. Nutzlastzuverlässigkeit, okay. Nutzlastmasse, Nutzlastvariante. So, das heißt, ich kann da jetzt. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen einen Standard. So. Wie bei Fahrzeuglieferung, deine Ingenieure nach Fertigstellung einen Konstruktionsbericht über die Nutzlast. Dazu kommen Merkmale, können Merkmale gehören, die deine Wahl des Fahrzeugdesigns im nächsten Schritt beeinflussen können. Okay. Okay. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie lange das dauert zum Bauen. 2 Monate, okay. Dann gehen wir mal auf Bauen. Zum Sonnensystem. Jetzt möchte ich aber noch kurz schauen in die Forschung. Wie lange dauert denn da die Forschung noch? 150? Es geht sich aus, dass wir es nächsten Monat fertig erforscht haben. Okay. Ja, dann machen wir das noch. Zum nächsten Event hüpfen. So. Sehr schön. Forschung festlegen. Okay, ich tue noch nichts forschen, weil ich möchte zuerst schauen, was ich immer brauche für die Missionen jeweils. Wir legen jetzt einmal bei der Mission Plan einsehen, Fertigstellung in 1 Monat. Okay, wie schaut es denn dann aus bei der nächsten Mission? Tiere im Weltall. Dann gehen wir mal auf das forschen. So, genau. Jetzt müssten wir sowieso wieder 1 Monat warten, bis einmal das Fahrzeug, also der Satellit, fertiggestellt ist. Und dann können wir sich um die Rakete kümmern. Ich würde aber sagen, ich lasse es einmal für die erste Folge. Die dauert jetzt eh schon wieder relativ lang, mit fast 30 Minuten. Das heißt, das nächste Mal sehen wir uns dann wieder, wenn es darum geht, dass wir hoffentlich endlich mal einen erfolgreichen Start zusammenkriegen. Verdammte Kacke! Ja. Aber bis dahin sage ich auf jeden Fall mal wieder immer danke fürs Zuschauen, danke für das Interesse und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.